So, wird hergestellt. Oh. Ja. Zahnrad wird hergestellt. Ist egal wo, ne? Da brauche ich da, kann ich da unsere Montagemaschine 1 für verwenden. Hm, ach, scheiße. Dahin. Zahnrad. Hat keinen Strom. Strom kriegt er noch. Ne, der ist falsch. Einmal Strom bitte. Kleiner Strommast. Zack. Ist nicht schön, aber naja. Dann können wir das doch. Bah. Da habe ich nicht genug Platz. Wie kriege ich das denn jetzt am elegantesten darüber? Weißt du was, ich mache das mal so. Und so. Und jetzt noch ein Greifarm. So, obwohl die haben ja auch eine Ausfahrding, ne? Was habe ich denn hier gemacht? Ich wollte doch Zahnräder. Ach nein, die brauchen Eisenplatten. Die brauchen auch Eisenplatten. Aber das sind doch Eisenplatten. Achso, der hat keinen Strom. Machen wir es so. Jetzt kommen Zahnräder und Stahlträger da oben an, aber die werden sich gegenseitig blockieren. Die werden sich blockieren. Patsch, 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 sisse. Das geht also nicht. Das heißt, wir müssten den auf die andere Seite bekommen. Wir müssten das auf die andere Seite bekommen. Wie macht man das denn? Ich nehme nochmal alles auf hier. Wie kriegen wir das denn jetzt auf die andere Seite hier rüber mit dem langen Greifarm? Langer Greifarm. Geht das? Ich probiere es mal aus. Der holt das. Macht er das? nein. Wie kann ich denn jetzt sagen, dass der das auf die Seite des Förderbands legen soll? Der legt das jetzt direkt hier drauf. Ah, natürlich. Natürlich. So. Das heißt, wir müssten den hier so machen. Ne, das ist ja auch die falsche Seite. Ne, das müsste dann die richtige Seite sein, oder? Ich bin verwirrt. Wo habe ich denn jetzt meine Montagemaschine? Wo ist die denn jetzt hin? Hier. So. Wenn ich die jetzt irgendwie hier so hinpatsche. Warte, dann mache ich das so, 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 so. Und so. Habe ich noch... Jetzt ist aber die Musik dabei, oder? Das irritiert mich voll. Oh. Ja, jetzt ist Musik dabei. Wie kriege ich das denn hier weg? Ah. Oh, interessant. Interessant. Jetzt ist die Musik dabei. Cool. Kam mir ein wenig spärlich vor beim letzten Mal. Vielleicht haben sie das auch ein bisschen gepatcht. So, wenn der das hier hinpackt, dann müsste das ja auf der anderen Seite landen. Hoffe ich. So. Patsch. Der soll das darüber ziehen. Und das Ding macht nach wie vor Zahnräder.
Jo, das klappt. Okay. So, jetzt kommen die beiden zusammen. Rohre. Was brauchen wir für Rohre? Rohre. Brauche eine Eisenplatte. Habe ich drauf gedrückt. Brauche auch eine Eisenplatte. Wo holen wir uns die denn jetzt her? Die können wir uns ja eigentlich hierher holen, ne? Ich habe hier doch noch irgendwo unterirdische Dinger. Da. So. Wenn wir jetzt sagen würden, wir bauen die so dahin. Und dann von hier nach oben. Das ist doch die richtige, ne? Genau. Da müssen wir aber weiter, ein Stückchen weiter nach rechts gehen wahrscheinlich. Rohre werden hergestellt in, ist egal wo. Kann man eine einfache Montagemaschine nehmen. Habe ich noch eine? Nope. Ist die Musik wieder weg? Jetzt kann ich eigentlich, Moment. So. Eine einfache Montagemaschine, bitte. Blablablablablablablab. So. Und diese Montagemaschine bauen wir direkt daneben. Ja, ja, Strom. So. Jetzt brauchen wir noch wieder Greifarme. Und Strom haben wir noch. Ich mach so. Okay, ein Greifarm darüber, einer darüber. Rohre. Patsch. Und dann müssen wir die hier noch verbinden. Ja, ja. Und ich brauche Förderbänder. Ich habe noch Förderbänder, die sind nachgerutscht. Praktisch. So. Ach, der hat keinen Strom. Kriege ich den denn? Macht das Sinn, wenn ich den hier irgendwie da so? Wenn ich mich hier hinstelle, müsste es gehen. Und? Sieht gut aus. Wo ist denn das der Auswurf von dem Ding? Da. Nee. Der hängt da nur am Strom. Weißt du was? Wir haben noch eine Kiste hier. Machen wir uns jetzt erstmal einfach. Greifarm. Natürlich hat er keinen Strom. Da müssen wir noch einen Strommast bauen. So. Und da kriegen wir Verbrennungsmotorenbestandteile. Die Forschung, Automobilität. Läuft auch nur schleppend. Vielleicht sollte man dann wirklich mal deinem Tipp folgen und ein zweites Forschungslabor bauen. So, Produktion läuft. Ich trinke einen Schluck Kaffee und hoffentlich ist es dann fertig. So. Da ist es. Baue ich das einfach mal hier hin. Ist nicht schön, aber zweckmäßig. So, jetzt laufen schon mal zwei. Müsste jetzt eigentlich doppelt so schnell gehen. Hier hinten wird gefördert, ne? Jo. Auch nicht zu schnell, das ist ganz gut.
komme ich wenigstens noch ein bisschen hinterher. Oder wird hier jetzt gar nicht mehr gefördert, weil wir keine Stahlplatten mehr kriegen? Weißt du was, dann reiße ich den hier mal ab. Die auch. Und dann packe ich hier mal einfach ein paar Stahlplatten rein. Und hier unten vielleicht auch. So. Was macht er denn hier? Montagemaschine für... Eisenplatten. Was habe ich denn hier gebaut? Ach nee, für Stahlträger. Nee, für Zahnräder. Ach, das ist die Zahnradmaschine. Gut, Zahnräder sind wir voll. Hier müssen wir halt noch ein paar Stahlträger bauen. Und... Na, Eisenplatten werden knapp. Eisenplatten werden ein bisschen knapp. Tricky. Warte mal, was ist denn hier mit dieser Musik los? Warum? Musikvolumen. Ich drehe das mal runter. Das hat sich auch geändert. So viel war hier letztens noch nicht. Alarmlautstärke, interessant. Cool. Wird ja richtig dran gearbeitet am Spiel. Gefällt mir. So. Ein Forschungslabor ist aus. So, da ist noch genug drin. Hier ist ein bisschen knapp natürlich. Ich meine, ich habe das aber auch schon mal ausprobiert mit dem Greifarm direkt da rein. Das ging aber nicht. Hier wird produziert. Hier, die Straße, die ist ein kleines Risiko. Was wird denn da unten produziert? Greifarme. Die Greifarme gehen hier runter. Und hier werden... Achso, für die grünen Dinger, natürlich. Was fehlt denn hier? Greifarme fehlen. Warum fehlen Greifarme? Elektronischer Schaltkreis. Das ist nicht so gut. Der wird hier hergestellt und die kriegen keine Platten mehr. Ah. Pass auf. Dann packe ich die da mal von Hand rein. Das ist jetzt ziemliches Gemurks hier, ich weiß. Aber das ist echt tricky, hier diese ganzen Produktionsstraßen aufzubauen. Kann ich da nicht noch mehr reinpacken? Nee, nur 100. Okay. Gerade für die Forschung. Huch. So. Da sieht's gut aus. Jetzt laufen die Dinge aber auch wieder. Die Munition ist maßlos übertrieben, wenn ich das mal anmerken darf. Die wird hier hergestellt, ne? Und ebenfalls aus Stahlplatten. Ich überlege gerade, den hier abzubauen. Stahlplatten wird knapp. Stahlplatten wird echt knapp. Und zwar ist das Stahlplattenband dieses hier. Da ist das total leer gelaufen. Wo kommt denn das her? Huch. Naja. Von hier. Ach so, das wird dann hier produziert. Ach so. Ja. Wie man sieht, ist unser Vorkommen leer. Das heißt, wir sollten uns mal auf die Suche nach einem weiteren Metallvorkommen machen. Haben wir zufällig irgendwo eins hier, was... ein bisschen klein, ne? Äh,
Ich glaube, da oben war noch eins. Da müssen wir mal gucken. Ist hier vielleicht noch irgendwo eins in Sicherheit? Ich will jetzt auch nicht zu nah an die Viecher da oben ran. Stein, Kupfer, Kacke. Gut, dann gucke ich mal da unten. Und deswegen spiele ich eigentlich gerne auch Kampagnen, weil, naja, man sieht ja, man muss schon ein bisschen haushalten. Den Klopper hier wegmachen. Na, komm schon. Jetzt. So, wie sieht's denn auf dieser Seite hier aus? Hier hinten ist noch Eisenerz. Wir könnten theoretisch uns das Eisenerz holen.